Hier geht es weiter mit dem Rennbahnpark. Das ist ein Thema, das aktuell sehr intensiv im Stadtrat diskutiert wird. Ein Kölner Planungsbüro hat jetzt erste Ideen ausgearbeitet und im Stadtrat vorgestellt. Wir als SPD sind bekanntlich die einzige Partei gewesen, die die Bürgerinnen und Bürger in den Prozess eingebunden hat. Wir haben im Februar mit über 90 Neusserinnen und Neussern an einer neuen Vision für den Rennbahnpark gearbeitet. Mit dabei war auch unser Bürgermeister Rainer Breuer. Und der hat zugesagt, die Ideen in das weitere Verfahren einfließen zu lassen. Und genau das ist glücklicherweise passiert. Was ist genau geplant? Der Rennbahnpark soll weiterhin die grüne Lunge unserer Stadt bleiben, aber er soll durch weitere Sport-, Kultur- und Freizeitangebote attraktiver gestaltet werden. Es sollen neue Zugänge von der Innenstadt in den Rennbahnpark geschaffen werden, um eine bessere Erreichbarkeit zu gewährleisten. Was sind die nächsten Schritte? Die Pläne sollen jetzt über die Sommerpause konkretisiert werden und dann erneut im Stadtrat diskutiert werden. Was noch nicht ganz so klar ist, wie geht es mit dem Galopprennsport weiter? Der Verein hat ja bei unserer Veranstaltung versprochen, zeitnah mit dem Bürgermeister zu sprechen und das lange angekündigte Konzept vorzulegen. Das ist leider weiterhin nicht passiert und von daher ist es sehr unklar, wie es mit dem Galopprennsport in Neuss weitergeht. Eine wichtige Info an alle Schützen, ganz wichtig, für die Schützen bleibt ausreichend Platz.